Hey und herzlich willkommen zurück zu diesem Video, meine lieben Freunde. Ja, das Video ist jetzt mal ein wenig ernster. Und zwar geht es um diesem Video darum, dass ich von einem Server perma gebannt wurde. Für einen Grund, ja, wegen einem Nametag. Ich sage jetzt nicht was. Also mein Nametag, wir haben so, also es ging um einen Arma 3 Server. Entschuldigung nochmal im Voraus. Ich habe jetzt keine Stichpunkte oder irgendwas gemacht, ich rede gerade einfach so vor mich weg. Wir waren auf einem Arma 3 Server, dieser Arma 3 Server heißt Freimaurer. Ja, da haben wir uns gedacht, wir machen uns jetzt mal einen kleinen Spaß und machen uns als Clantech einfach mal MPD. Ich tippe, die meisten von euch wissen, was MPD heißt, das brauche ich jetzt hier nicht weiter erläutern. Ja, auf alle Fälle join ich mit diesem Nametag Clantech auf den Server dort drauf und werde direkt gekickt und es wird gesagt, bitte Nametag ändern. Habe ich gedacht, ja okay, haben sie direkt gemerkt, ist nicht mehr witzig oder war auch eigentlich nie wirklich witzig, ja lässt sie einfach. Ich so, ja okay, gehe wieder runter vom Server, ändere mein Nametag, aber Arma wäre nicht Arma, ja, wenn es halt einfach nicht Arma wäre. Dadurch, dass Arma wieder rumgespackt hat, habe ich das Tag behalten, was ich natürlich nicht mitbekommen habe, weil ich habe halt fest überzeugt, ich habe es geändert, ich habe da nicht groß drauf geachtet. Joine wieder auf den Server rauf, werde wieder gekickt mit der Begründung nein. Dachte ich mir so, ja okay, sorry, ich habe es nochmal, es hat rumgespackt, es ging nicht. Ja, daraufhin habe ich es dann halt nochmal versucht zu ändern, dann hat es auch geklappt, dass ich es geändert hat. Dann bin ich komplett ohne Nametag oder irgendwas rauf gejoint, halt einfach nur mit meinem Namen. Join rauf und sehe, dass ich perma gebannt bin. Daraufhin bin ich auf dem Teamspeak in Support gegangen. Da kam sofort ein Admin zu mir, der mich nicht mal hat zu Wort kommen lassen. Er hat nichts gesagt, er meinte einfach nur, hat mir irgendwas unterstellt. Ich konnte nicht mal sagen, dass das zweite Mal, dass der Arm rumgebackt hat oder so. Ich fand das einfach lächerlich, er hat einfach geredet, hat mir da auch Sachen unterstellt, die gar nicht wahr waren. Dann hat er seine Admin-Kollegen noch ich habe noch einen Kollegen auf dem Server und ich meinte, ja, ich möge mal bitte mit einem anderen Admin sprechen, nicht mit dem Admin, mit dem ich dann gesprochen habe. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil das war, ganz ehrlich, sorry, aber du bist ein, ja, ich sag's einfach nicht. Du kannst es dir denken, was du bist. Und auf alle Fälle meine ich den, ja, kannst du mal bitte zum anderen Admin gehen? Und ist ja zum anderen Admin gegangen. Und der Admin meinte dann halt, da hat der andere Admin wohl kackendreist behauptet, dass ich die ganze Zeit irgendeine Scheiße gelabert hätte, dass ich rumgelogen hätte, die angeschrien hätte, die beleidigt hätte. Und er mich deswegen auch permanent vom Teamspeak dort gebannt hat. Die Supporter-Admins, also das ganze Server-Team, hat denen das natürlich geglaubt. Weil dieser, ja, weil er einfach gelogen hat, weil er einfach, ja, es ist, ich will jetzt hier keine Schimpfwörter aussprechen. Normalerweise ist so ein Video oder sind solche Videos ja sowieso kein Content meines Kanals. Ich finde es einfach nur extrem lächerlich, dass man so eine Nummer abziehen muss, weil man sonst einfach nichts, weißt du, er hat einmal in seinem Leben was gerissen auf diesem Kack-Server und denkt dann, er ist der Hit. Und falls ihr das seht, Admins-Team, Server-Team, falls ihr dieses Video seht, ganz ehrlich, ihr müsst euch nicht wundern, warum Leute keine Lust mehr haben, auf diesem Server zu spielen. Ihr wundert euch, warum ihr down geht, warum ihr so viele User verliert. Wegen solchen Sachen verliert ihr User. Erstens, weil ich jetzt ein Video zu mache, was viele Leute sehen werden. Und zweitens, dass jetzt locker mal, ja, so 18 bis 19 Leute, die ich kannte, nicht mehr auf dem Server spielen. Weil die das einfach abgefuckt hat und die gesagt haben, nee, so einen Server unterstützen wir nicht weiter. Wir haben jetzt einen neuen Server. Ihr könnt euer Ding da weitermachen, es ist uns relativ egal. Ich werde eh keine Chance mehr auf dem Server kriegen. Ich werde nur so viel sagen, ich habe 300 Stunden bei euch auf dem Server gespielt und bin nie negativ aufgefallen. Und dass ich denn da ohne mal was zu sagen oder ohne mal zu Wort zu kommen, direkt gebannt werde, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, aber ich habe mit der Sache soweit abgeschlossen nach diesem Video und ja,
Ich entschuldige mich hier nochmal bei meinen Abonnenten, dass ich sowas hochlade, aber das musste einfach mal rauf. Ich musste euch einfach mal zeigen, wie scheiße Freimaurer ist. Ich musste euch das einfach mal zeigen. Geht bitte, wenn ihr Arma 3 altes live spielen wollt, geht nicht auf Freimaurer. Die bannen euch da wegen jedem Scheiß. Da, keine Ahnung, da habt ihr, da habt eure Sprachtaste gedrückt und furzt ins Mikrofon und bekommt einen Permaban. Das geht einfach, wenn ihr altes live, also wenn ihr Arma 3 spielt und altes live spielen wollt, geht auf einen anderen Server, aber nicht auf Freimaurer. Freimaurer ist meiner Meinung nach der schlechteste Arma 3 altes live Server, den es überhaupt gibt. So viel mein Statement dazu, zu der Sache, dass ich da gebannt wurde. Ich hoffe, ihr lernt aus der Sache. Ich hoffe es für euch, weil ich war vorher mit eurem Server eigentlich immer zufrieden. Aber nach der Aktion habt ihr es echt verkackt. Und ganz ehrlich, eigentlich wünscht man sowas niemanden, aber ich hoffe ganz ehrlich, dass ihr down geht. Sorry dafür, aber es ist einfach so. So, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer CreepyPlace. She acts old, from everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. She got a body like a ghost and she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me.